So, da bin ich auch schon wieder zurück. Nicht wundern, ist kein neues Shop-Video, reines Informationsvideo. Denn wir haben einiges zu erzählen. So, Kurzfassung ist erstmal 19 Uhr, heute Skin-Verlosung. Wie kannst du dabei sein? Gern Abo dalassen, Like dalassen, Glocke aktivieren, Freundschaftsanfrage schicken. Geht jetzt nur an die Neuen. Genauso was Custom Games betrifft. Da habe ich vor. Custom Games wieder mit Preisgeld. Aber bis zum Jahresende Preisgeld diesmal 20 Euro. Ich denke mal, wir werden damit am Samstag anfangen. Also am Samstag werden wir mit den Custom Games anfangen, weil morgen bin ich ein bisschen länger unterwegs. Da wird das Ganze ein bisschen schwierig, heute damit anzufangen. Ich wollte eigentlich heute die ganzen Missionen abarbeiten, wo wir gleich reingucken werden. Also da einfach Geduld haben. Wie du bei den Custom Games mitmachen kannst, auch ganz einfach. Abo dalassen. Glocke aktivieren, damit du weißt, wann die Streams anfangen, und guck täglich mein Shop-Video. Es geht nicht nur um den Shop, sondern allgemeine Informationen vom ganzen Kanal. Also das Shop-Video, wie gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen, ist echt das Wichtigste, was meinen Kanal betrifft, wenn es um kostenlose Skins geht und wenn es um Custom Games und etc., wo ihr irgendwie auch was gewinnen könnt. Warum mache ich das Ganze? Einfach nur als Dankeschön dafür, dass ihr meinen Creator-Code eintragt. Den kann ich mal ganz kurz zeigen. Wo ist meine Maus? Da, ihr wisst ja, YT-FamilyHack. Einfach eintragen, wenn ihr euch was kauft. Darauf achten, dass. Hä? Warum steht denn da? Seht ihr das? Warte mal gerade. Ah, hier steht's. Hier steht nämlich komischerweise keiner. Aha, muss los. So, warum bin ich im Shop-Video? Ganz einfach, es gibt nämlich noch was Besonderes, was bestimmt einige von euch bekommen haben, aber die Frage ist halt noch, warum, wieso, weshalb. So ganz bin ich nämlich noch nicht dahinter gekommen. Ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt. Gehört alles zum Winterfest. Winterfest ist quasi jetzt das, was uns bevorsteht, bis, denke ich mal, Weihnachten, Silvester, so in dem Dreh. Ihr wisst ja alle, dass Epic Games im Winter 14 Tage Pause hat. Da bekommen wir definitiv neue Aufgaben. Aber jetzt kamen schon mal neue Aufgaben. Da gucken wir auch mal kurz rein. Eigentlich ist der Donnerstag bei mir der große Aufnahmetag, um für euch die Aufgaben zu machen. Aber wir gehen mal gerade schnell alles durch, weil ganz ehrlich, da ist nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, das muss ich irgendeinem zeigen, auch jüngeren Zuschauern. Also, wir gehen ganz schnell alles durch. Füge Schaden zu, 5000 Schaden, egal mit was, Hauptsache du machst Schaden. So, dann auf die drei gehe ich direkt gleich näher ein. Dann fange Waffen an Angelstellen. Angelstellen ist ganz einfach, hol dir eine Angel und geh ans Wasser und guck, wo du Kreise auf dem Wasser sind. Da hingehen, Angel reinwerfen, das Ganze halt so lang machen, bis du halt insgesamt 10 Waffen gefangen hast. Dann, ja, ganz schwer, jetzt wisst ihr auch, warum ich das nicht mache. 25 Gegner eliminieren. Wo machst du das am besten, wenn es nicht solo, du oder Team schaffst? Ganz einfach Gruppenkeile. Gruppenkeile, ich denke mal 2 Runden und du bist schon fertig oder 3. So, dann leben Solo, Duo oder Team-Matches länger als deine Gegner. Damit ist gemeint, nicht, dass du 2000 Mal länger leben sollst als die anderen, im Grunde genommen schon, aber ganz einfach. Wenn du 50. wirst und ihr seid mit 100 gestartet, hast du schon 50 von 2000. Also rein theoretisch, wenn immer die Runde voll ist, mit 20 Siegen wärst du quasi fertig. Also das ist eine Aufgabe, die dauert halt mal ein bisschen länger, aber ich denke mal, die wird halt auch bei jedem automatisch kommen. Die einzigsten drei Aufgaben, die halt ein bisschen anspruchsvoller sind, sind im Prinzip die hier, nämlich Sturmflintenspezialist oder Sturmgewehrspezialist. Was ist da gefordert? Ganz viel, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, 500 Schaden machen mit einem Sturmgewehr oder einer Schrotflinte in einer Runde und du bekommst schon die Auszeichnung. Da eignet sich bei allen drei Aufgaben Gruppenkeile. Auch mit der Maschinenpistole oder Pistole genau dasselbe. Aber da würde ich bei der Maschinenpistole bleiben. Hier oben würde ich auch beim Sturmgewehr bleiben. Immer, wo ihr ein bisschen auf Distanz bleiben könnt. Weil Pistole, ja, kann man, ja, gut, da, oder Pistole ist doch besser, weil Maschinenpistole musst du zu nah ran. Und dann hier auch Explosionsspezialist. Empfehle ich euch wirklich, lasst die Boote liegen. Macht eine Runde oder 2 Runden, wo ihr wirklich einfach nur mit der Sniper rumspielt. Versucht so schnell wie möglich wieder zu landen. Versucht nur Hits zu landen und nicht mehr unbedingt töten. Und dann werdet ihr das Ganze auch simpel schaffen. Wie gesagt, ist in meinen Augen nichts Schweres. Deshalb kommen die Woche auch von mir keine
Videos zu den Aufgaben, weil ich denke mal, die wird wirklich jeder alleine hinkriegen. Wenn du Probleme hast, schreib es einfach in die Kommentare. Wir helfen dir ohne Probleme weiter oder komm in den Livestream. Auch da kann ich dir jederzeit weiterhelfen. So, das waren die Missionen. Schade, dass es keine richtigen sind, aber ich finde es halt einfach zu leicht. Da ist halt nichts dabei. Ist halt das Problem, wenn kein Battle Pass da ist, dann werden halt so Aufgaben genommen. Ganz persönlich, ich bin ein bisschen enttäuscht von Epic. Also da habe ich echt mehr erwartet. So, dann des Weiteren. Ich sage, heute ist großer Tag. Wir, also ich habe meine Herbstplattanung bekommen. Das Lustige ist, ich habe es noch nicht mal angezeigt bekommen. Ich bin nur eben in Spind gegangen. Ich sage, hey, warum ist da noch eine 1? Warum noch eine 1? Kommen wir gleich zu. Ich habe nämlich noch was bekommen. Wie gesagt, die Herbsttarnung ist bei mir jetzt da. Ob sie bei euch da ist, kann ich nicht genau sagen. Auch Zuschauer von mir haben gesagt, es kann sein, dass es länger dauert, bis die kommt, weil die halt irgendwie anscheinend nicht direkt an alle rausging. Keine Ahnung, wieso, weshalb. Verstehe ich auch nicht so richtig, weil wir haben das Event geschafft. Dann kann ich eigentlich erwarten, wenn das Event rum ist, einen Tag später ist die Tarnung da und gut ist. Aber wie gesagt, ich habe meine jetzt bekommen. Wenn ihr eure noch nicht habt, einfach ein bisschen Geduld haben. So, dann habt ihr. Ah, jetzt habe ich mich schon verraten. Ihr seht es hier schon. Der Skin hat sich geändert. Warum dieser Skin sich geändert hat, denke ich mal, hängt wie gesagt mit dem Winterfest zusammen. Was jetzt auf uns zukommt, welche Skins da alle geändert wurden. Ich habe jetzt im Internet mal ein bisschen rumgeguckt. Ich habe da einige Skins gesehen. Einmal der Elf hat sich verändert, wo eigentlich alle gedacht haben, der wird nicht so kommen. Jetzt wurde anscheinend geleakt, dass er doch kommt. Genau mit diesem Aussehen, auch in weiß, blau sage ich jetzt mal, und den strahlenden Augen. Dann, das kann ich aber erst sagen, wenn ich mit Coco mal geredet habe, der sag schon, der Fisch hat sich anscheinend geändert, der sieht auch so weiß aus. Also ich feiere den Skin. Wie gesagt, ihr müsst einfach mal gucken. Ich hoffe, ihr habt irgendeinen Skin, der sich auch verändert. Wenn ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil ich habe keine Liste dazu gefunden. Weil es klar, die Leute sind jetzt erstmal am Rumgucken, wie blöd. Also wirklich bekannt ist da mir bis jetzt nichts. Weil, wie gesagt, der Skin, der Stil kam einfach so dazu. Einfach geschenkt bekommen, bitteschön, alles klar, gut, danke. Wie gesagt, die Aussage von der Dings kam nämlich eben nicht von der Tarnung hier. Wie gesagt, Herbsttarnung, da ist sie. Ich hoffe, ihr habt sie auch bekommen, aber wenn nicht, dann kommt es halt in ein, zwei Tagen. So, dann Herausforderungen. Da erwartet uns in 28 Tagen was. 28 Tage, soll ich nochmal sagen? 28. Bis dahin ist aber auf jeden Fall nochmal diese 14-tägige Missionsreihe, sage ich jetzt mal, wo wir jeden Tag irgendwas machen müssen. Das wird definitiv wiederkommen. Was wir da genau bekommen, ist auch schon bekannt, aber ich habe kein vernünftiges Bild gefunden, um euch das wirklich zu zeigen. Googelt da einfach mal ein bisschen. Aber man bekommt halt dann jeden Tag irgendeine Aufgabe, weil ihr wisst ja, Epic macht Urlaub. Die haben sich auch mal Urlaub verdient, auch wenn ich sagen muss, gefühlt haben die letzten 3 Wochen schon Urlaub gemacht. Dann des Weiteren hat sich noch was geändert. Beziehungsweise soll sich ändern. Ob das jetzt wirklich bekannt ist oder nicht, ist auch nur eine Vermutung. Ob wir eine Ice Map bekommen oder nicht, da sind immer noch ganz viele Fragezeichen. So, dann denkt dran, am Samstagabend ist wieder ein Live-Event in Risky Reels. Also seid da, hier steht zwar 8 Uhr, aber um 8 Uhr ist es schon live. Also dann läuft der Trailer quasi schon. Beziehungsweise Szenenpremiere. Genaues ist ja nicht bekannt, aber es wird halt aus dem Film irgendwas kommen auf der großen Leinwand. Da bin ich halt auch mal gespannt, da werde ich auch definitiv live sein. Und denkt dran, ab 7:30 ist das Ganze schon verfügbar. Also seid vorher im Spiel drin, nicht, dass ihr nicht mehr reinkommt. Also geht nicht um Punkt 8 ins Spiel rein und denkt, oh, jetzt kann ich. Ich glaube, das wird nichts. Weil die Lobbys werden randvoll sein. So, dann verbreitet jeden Tag Winterspaß. Der Schneesoldat, habt ihr gesehen, ist im Shop drin. So, dann haben wir eigentlich alles soweit durch. Das hier hat sich halt geändert. Aber gut, finde ich jetzt nicht so. Aber hier sieht man wenigstens mal, welcher Modus immer drin ist, weil man geht ja doch nicht immer gucken. Das war das. Dann, wie gesagt, die Aufgabe werde ich gleich im Stream machen. Wie gesagt, 19 Uhr, nicht vergessen. Skin-Verlosung.
Dann, wenn du demnächst wieder mal mitmachen willst bei einer Skin-Verlosung, einfach mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Einfach an Y, warte mal, ich trage es gerade ein, nicht, dass wieder irgendwas falsch gemacht wird. Ab YT-Family Hack. Ganz simpel. So, selber kann ich mir gerne von. Nee. YT, sonst kam nämlich immer, du kannst dir selber keine schicken. Haben sie das geändert? Dann wurde ja auch anscheinend jetzt geändert, beziehungsweise verbessert, dass man die Freundesliste, dass das eben nicht wie bei mir noch zurückspringt, aber bei mir hat sich da immer noch nichts geändert. Und ja, der neue Patch ist runtergeladen, aber ich glaube, das sollte auch nur für Handyspieler sein, wo das dann anscheinend komplett automatisch hochgescrollt ist. Also, die haben das behoben. So, was hat hier geändert? Jetzt steht halt hier V-Bucks. Sonst hat sich meines Wissens nichts geändert. Wir werden einfach mal gucken, was demnächst reinkommt. Aber ich denke mal, da kommt jetzt immer Stück für Stück bisschen was auf uns zu. Ein neuer Battle Pass wäre mir lieber gewesen. Aber da würde ich sagen, wie gesagt, nochmal Kurzfassung von dem ganzen Video. Samstag Star Wars. 7:30 da sein. 8 Uhr geht der ganze Kram los. Dann guckt, was ihr für Skins habt, guckt eure Skins durch, ob ihr nicht eventuell auch wie ich eine Isis-Stil-Tarnung bekommen habt. Dann kommen die 14-Tage-Missionen. Dann ist noch nicht klar, ob wir eine Wintermap bekommen. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Dann Custom Games 20 Euro bis zum Jahresende. Wer da die meisten Siege hat, bekommt 20 Euro. Coco, Grüße auch an dich. Dann, wie gesagt, nochmal Skin-Verlosung 19 Uhr. Ich lade jetzt das Video so hoch und dann werde ich gleich auch online gehen. Vielleicht sieht man sich ja gleich schon wieder. Und wie gesagt, gerne Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne auch meinen Creator-Code eintragen. Würde mich freuen, weil wie gesagt, davon sind halt die Custom Games logischerweise auch bezahlt. Und in dem Sinne sage ich jetzt einfach, haut rein.